Wir haben Meisterschaft und auch Pokal gewonnen und jetzt WM in Heimatland. Hallo, mein Name ist Dange Bonfim Costa Santos und diese Gitter ist gekommen, zu machen unser Pokalfeier sicher. Ich komme gerade auf die Gelände von dem Verein, von der Pokalfeier, wo ich habe die ganze Nacht rumgedanscht. Ja, ich habe die ganze Nacht Obatza getrunken und an einem Weichwurst-Colada rumgezuzelt. Ja, wieder, jetzt ist mein Stimm ein bisschen kratzi. Ja, das war ein wunderbares Tor von Robben und ein wunderbares Tor von Müller und ein wunderbares Tor von Hummels. Ich kann mal kurz zeigen. Das ist im Linie von Tor, das ist im Linie, das war im Ball, so hier. Das ist im Fuß von Dange auf Linie und dann Dange machen. So, ja, aus, ja, aber pass auf. Ganz im Stadion hat gesehen, Ball war hinter Linie. Alle Spieler haben gesehen, ja, Ball war 3 Kilometer hinter Linie. Nur Schiedsrichter konnte ihn nicht sehen, weil Frisur von Dange war dazwischen. Ja, wieder, ah, Problem. Ja, aber Manuel Neuer hat gesagt, dem Ball war nichts drin. Dem war nichts drin, dem Ball. War genauso wenig drin wie dem Ball bei WM von England. Dem waren auch nichts drin, ja. Liebe Bayern-Fans, guck, was ich geklaut habe. Dem Trainerclub im Spielertunnel habe ich ihm genommen, seinen Skalp. Ja, ich habe ihm seine Frisur abgeschnitten. Ja, aber pass auf, passt dem sehr gut. Moment, zu meinem neuen Trikot für WM. Perfekt. Ja, ja, Hamburg hat im Sieg gegen Fürth gerettet. Ja, das ist ihm gut. Das sind 6 sichere Punkte für Bayern im nächsten Saison. Ja, aber jetzt, ich esse ihm noch schöne Double Whopper. Ja, das ist ihm einzig feste Nahrung, weil in Brasilien nächste 6 Wochen gibt jeden Tag zu essen nur Caipirinha. Ja, oh. Ja, Dange Bonfim Costa Santos. Ich brauche noch ein Taxi zu Sebener Straße. Fufare nach Brasil. Ja, kein Problem, ich muss erst in 2 Wochen da sein, ja, ja. Ja, Gepäck? Nein, ich habe nur Pokal und Schale, ja, Rest habe ich schon an, ja, ja. Ja, hallo Leute, das war unser YouTube-Clip aus dieser Woche. Wenn ihr einen weiteren Dante sehen wollt, dann gerne den oben rechts in der Ecke oder den Clip aus der letzten Woche. Pep Guardiola und Jürgen Klopp, ob der Reus jetzt wirklich zu den Bayern wechselt. Wenn euch dieser Clip gefallen hat, dann gerne teilen, liken, Kommentare drunter schreiben und natürlich den Kanal abonnieren. Und ganz wichtig auch den Facebook-Kanal von Matze Knob. Ja, ja, weil da bekommt ihr immer die neueste Information. Welcher Clip kommt gleich oder bald? Also, Wiedersehen. Tschüss. Ja.